Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Golf Super Rush. Im letzten Part haben wir eine weitere Runde Crossroad Golf gespielt und in diesem Part spielen wir eine weitere Runde Crossroad Golf. Aber dieses Mal bei der Qualifikation hier von Schroffstein. Morgen findet die Qualifikation im Crossroad Golf statt. Wurde ja auch Zeit, dass da, dass man sich mit dieser Spielart das nächste Abzeichen verdienen kann. Das ist zu viel. Das ist unfassbar, wie viele Rechtschreibfehler es hier gibt. Es wäre nicht verkehrt, wenn du dich vor dem wichtigen Tag gut ausruhst. Du kannst gerne bei uns die Nacht verbringen, um morgen fit zu sein. Und falls du noch ein Ründchen üben möchtest, dann sag einfach hier bei mir Bescheid. Okay, aber nee, ich will erstmal dann ein bisschen chillen. Ja. Geübt habe ich, glaube ich, schon genug. Obwohl es beim letzten Mal ja nicht so gut lief beim Crossroad Golf. Ich habe es zwar geschafft, die Herausforderung, aber hätte besser laufen können. Also mal gucken, wie es jetzt so laufen wird. Heute findet die Qualifikation statt. Gib dein Bestes, ja? Wenn alles klappt, kannst du dein Chromabzeichen bald gegen ein schickes Bronzeabzeichen eintauschen. Bist du startklar? Mhm. Und fertig ist die Anmeldung. Gut, dann marschier einfach zur Schranke. Von dort geht's rüber auf den Platz. Okay. Wir hatten ja jetzt schon bisher 3 Löcher und 6 Löcher bei Crossroad Golf und jetzt erwarte ich 9 Löcher. Oder 18 gleich, aber ich glaube 9. Die erste offizielle Qualifikation im Crossroad Golf aller Zeiten steht an. Bewältige alle Löcher mit höchstens 40 Schlägen. Du kannst dir auf dem Platz durch Drücken von nach oben einen Überblick verschaffen und sehen, wo die Fahnen jeweils platziert sind. Am besten macht man das vor dem allerersten Schlag, damit man seine Route besser planen kann. Und das war's auch schon, da kann's ja losgehen. Aber jetzt wurde mir gar nicht verraten, wie viele Löcher es sind. Wenn es alle 18 wären für 40 Schläge, wäre sehr schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Zu schwierig. Also ich denke, das ist 19. 9 Löcher, ja. Okay. So, los. Hier oben ist diesmal keines, das finde ich ganz gut. Okay, da unten ist halt gleich wieder eines, das will ich mit nach dem Anfang, glaube ich, mitnehmen. Dann einfach diese 4 da oben, oder 4 in der Mitte und dann die 4 oben. Das ist ganz schön wenigstens, dass diesmal ich das schön gruppieren kann. Sorry. Zuerst ist da unten, dann diese 4er-Gruppe hier vor mir und dann die 4er-Gruppe ganz oben. In der Reihenfolge ist es, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll. Okay. Also ja, zuerst will ich das hier anpeilen. Mhm. Musik ist ziemlich intens. Aber okay, kriegen wir schon hin. Ja, Gegenwind habe ich auch noch ein bisschen. So vielleicht ungefähr. Okay. Ja, nicht den. Den bitte. Okay. Ja. Ja, okay. Dann los geht's. Zack. Ich hoffe eben nicht, dass der zu weit war. Ich glaube aber nicht. Wegen dem Gegenwind auch noch. Und der rollt dann noch ein kleines bisschen und so. Doch. Echt? Hä, warum ging er denn so weit? Ich habe doch genau bei dem Loch geschlagen und es war doch Gegenwind. Verstehe ich nicht. Naja. Muss ich hier schon einen Schlag mehr hergeben, weil ich glaube nicht, dass ich den reinbekomme. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Mal gucken. Was? Hä, ich dachte, hä, das sah voll so aus, als wäre da drin gewesen. Rollt entlang des Lochs oder sowas, vielleicht stand da gerade. Keine Ahnung. Schade. Naja. So, ja, das wäre echt ganz schön gewesen, wenn ich das in 2 Schlägen geschafft hätte. Aber das wird schon. Ich meine, im Schnitt habe ich ja sogar 4 Schläge pro Loch und schaff's dann immer noch relativ locker. Dürfte also schon machbar sein. Okay. Das heißt, will ich erstmal hier hoch spielen. Und dafür muss ich jetzt wieder in einem hohen Bogen spielen. Damit ich dann die nächsten paar Löcher erreichen kann. Ja. Ich glaube, ich weiß auch schon, in welcher Reihenfolge ich die dann machen will. Ja, die da oben werden aber schon noch ein Problem, weil da die Höhenunterschiede dann sehr stark sind. Und das sind dann auch schon ein paar nervige Gegner und sowas und Hindernisse. Aber ja, erstmal spiele ich hier so hoch. Ich will wieder im hohen Bogen gleich spielen. Das wird dann schon gut gehen, hoffe ich mal. Vielleicht nicht ganz so ultra hoch, aber schon ein bisschen immer. Für so, das passt, glaube ich, schon. Okay, war sogar ein bisschen knapp. Aber dürfte passen. Okay, der ist gut. Mhm. Yippie! So, Ultrasprint von Benny. Okay, 172 Meter bin ich weg vom Grün. Schon, oder vom Grün oder vom Loch. Egal. Schon noch ein bisschen was auf jeden Fall. Ja, ich will schon ganz gerne zuerst das obere hier haben, ja. Aber ich habe ja sogar noch Rückenwind. Das dürfte also klappen. Ich glaube, Spin will ich hier sogar gar nicht einsetzen. Weil der wird eh mit sehr viel Schwung ankommen. Ich muss auch die den Kurvenverlauf nicht ändern. Nicht höher spielen oder sowas, weil der dürfte sowieso locker hochgehen. Ja, okay, los geht's. Zack, kein Spin. Der landet vielleicht auch eh einfach im Bunker. Das kann sogar auch sein. Mal gucken. Ne, er kommt echt nicht hoch. Scheiße. Tja, da war ich doch noch ein bisschen zu weit weg.
Aber von hier aus ist sogar die Position auch ganz okay. Hallo. Weil da dürfte ich jetzt dann auch mit dem E9 genau locker hochkommen. Ich mache trotzdem ein bisschen eine höhere Flugbahn. Aber das sollte trotzdem passen. Wind noch ein bisschen. Okay. Ein bisschen mehr sogar. So, okay. So. Okay, der ist hoch genug. Gut. So, 11 Meter zum Grün. Mhm. Ist ganz okay. Aber es ist wirklich nicht so mega einfach, Crosswood Golf. Das liegt halt vor allem auch am Kurs. Halt im Vergleich auf dem Grünbüschelkurs. Oder auch auf dem Anfängerkurs von den ersten Parts, da wäre das sehr einfach gewesen, Crosswood Golf zu spielen. Aber hier, wegen den krassen Höhenunterschieden, ist es halt sehr, sehr schwer, von einer Flagge dann zur nächsten zu kommen. Und gerade das macht es eben hier so schwierig. Okay. Aber jetzt dürfte ich hoffentlich so nah rankommen, dass ich dann danach gleich einlochen kann. Ja, so vielleicht. So ungefähr. Okay. Und los. Zack. Ja, auch wieder zu weit. Sogar ziemlich deutlich zu weit. Aber das dürfte ich jetzt hinkriegen. Ist ziemlich gerade. Bisschen nach rechts vielleicht. Okay. Wunderschön. Okay. So, zwei Löcher haben wir damit. Ne, Quatsch, drei Löcher haben wir erst. Ne, oder? Ne, zwei Löcher haben wir erst. Genau, passt schon. Da komme ich nicht direkt rüber. Ich will aber das als nächstes machen. Ja, ich will das. Das ist sicherer. Ich könnte auch zuerst das hier unten machen. Und dann von dem aus mir noch das hier holen. Aber ich will zuerst das da oben machen. Dann dieses hier und dann das noch weiter da hinten. Und dann von dem aus will ich zu den nächsten hinspielen. Hm. Ja, obwohl. Ja, ich hab ja nicht so viel Zeit zum Nachdenken, leider. Man ist ja auch unter Zeitdruck. Hm. Nee, ich nehme schon. Ich bleibe an meinem ursprünglichen Plan. Ich nehme das doch hier. Ja. Okay. Schaffe ich es überhaupt, da hinzukommen? Schon. Ich habe ja sogar auch noch ein bisschen Wind, der mir hilft. Dann dürfte der ziemlich in der Nähe von der Flagge schon sein. Ja. Er darf halt nicht im Baum landen. Das wäre blöd. Okay. Let's go. Mit Topspin auch noch. Zack. Okay, ich glaube, der ist ganz gut. Go, 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 go! So, ist der auch auf dem Fairway? Ja, ist er. Okay, sehr gut. 480 Meter zum Grün. Ja, nee. Das Grün, da habe ich doch anvisiert. Das ist doch ganz in der Nähe. Das ist ein bisschen komisch manchmal, dass da nicht das richtige Grün gefunden wird. Was wäre jetzt eigentlich, wenn die Zeit abläuft? Das muss ich halt auch noch bedenken. Ich muss ja auch noch hinlaufen. Und das ist auch noch innerhalb der Zeit. Um Gottes Willen. Aber da kann ich drüber spielen. Ja, das passt. Da werde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Backspin sogar benutzen. Ja, okay, nochmal. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Okay, sehr hoch, der Bogen. Backspin war eine sehr, sehr schlaue Idee. Ansonsten wäre der viel zu weit gerollt. So, Tap-In kann ich sogar machen. Mhm. Okay, sehr gut. So, jetzt dieses hier als nächstes. Da habe ich jetzt leider ein bisschen Gegenwind. Deswegen komme ich da nicht direkt hin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss halt vor allem aufpassen jetzt, dass der Ball nicht hier runter rollt. Das wäre sehr schlecht. Das darf mir auf gar keinen Fall passieren. Und es ist ziemlich eng hier. Das ist also gar nicht mal so einfach. Ich könnte jetzt ein bisschen weniger Risiko eingehen und den jetzt nur so 50 Meter weit spielen oder so. Wenn der halt da unten dann sicher landet. Aber ich will ihn eigentlich schon nah am Loch haben. Risiko. Wind ein bisschen. Er könnte ja auch nach links weggehen, der Ball. Das muss ich auch mit einberechnen. Aber der dürfte ziemlich sicher da auf diesem Pfad dann da landen. Ja, dürfte passen. Okay, let's go. Okay, sollte passen. Hoffentlich mal. Okay, sehr gut. Ja, ist sogar noch von dem Felsen ein bisschen weggekullert. Das war noch ein bisschen meine Angst, dass er genau vor dem Felsen liegen bleibt, der Ball. Und ich dann da, also im Prinzip, wenn er es genau hier liegen geblieben wäre, hätte ich ja nicht zum Loch hinspielen können, hätte ich nochmal einmal wegschlagen müssen. Aber es war noch abgeprallt, also der ist perfekt eigentlich. Ja. Okay, sehr gut.
Wind, wie ist es da beschaffen? Geht eh ein bisschen nach rechts weg, okay, perfekt. Ja, dann einfach so, ein ganz schwacher Schlag. Mhm. Zack. So, ging sogar noch viel weiter nach rechts, als ich dachte. Ich habe erwartet, dass der Wind da keine großen Auswirkungen haben würde auf die kurze Distanz, aber 6 Meter pro Sekunde ist halt schon ein bisschen was. Okay. Okay, läuft gut bisher. So, da komme ich jetzt nämlich direkt hin mit einem Schlag. Hoffe ich zumindest. Wenn der schief geht zumindest. Wind wieder. So vielleicht. Wie ist es da geschaffen? Ziemlich chaotisch. Geht sogar ein bisschen nach links. Ja, geht in alle Richtungen weg. Das kann ich schwer einschätzen. Ich mache einfach hier normal. Und dann wird der schon ganz gut sein, hoffe ich mal. Okay. So. Zack. Rückenwind habe ich auch noch ein bisschen. Ich glaube, der ist ganz okay. Ja, schon deutlich zu weit links. Da war jetzt der Wind irgendwie... Hatte keine so großen Auswirkungen. Keine Ahnung. Und der ist auch viel zu weit gerollt noch. Ist er ewig weit gerollt. Ich habe auch nicht mal Topspin mitgegeben. Und das ist ja auch so schief, der Boden. Na egal. Ja, schaffe ich eh nicht. Na, ich probier's mal. Oh Mann, wieder außen entlang. Habe ich aber ein bisschen Pech auch. Naja. Solange ich die Qualifikation schaffe, ist alles gut. Und ich bin gerade gut dabei, weil ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte der Löcher, aber ich habe auch noch mehr als die Hälfte der Schläge übrig. Also bisher sieht es gut aus. Okay. So, da muss ich ein bisschen hochspielen, das schaffe ich aber locker. Das ist gar kein Problem. Genau, und dann hier einfach so hin. Da sind auch kaum Gefahren. Die Rollfelsen ein bisschen, aber... Es ist schon eigentlich unwahrscheinlich, dass man die trifft. Das kann passieren, ist mir ja auch schon passiert. Aber man sollte sich jetzt nicht unbedingt so sehr um die kümmern, glaube ich. Ein bisschen natürlich schon. Aber ich gucke halt, dass ich schön lande halbwegs und dann dürfte schon passen. So, zack. Okay, der ist schön. Ja, schöner Schlag. Wie komme ich denn hier nach oben? Okay, da kann ich nach oben laufen einfach. Das war jetzt ja auch kein so mega krasser Höhenunterschied. Und der liegt gut. Genau, ungefähr so wollte ich es. Jetzt sind halt die nächsten 4 Löcher ein bisschen weiter weg voneinander. Und das, oder nicht unbedingt voneinander, aber im Vergleich zu der Vierergruppe gerade eben, die ich jetzt abgegrast habe, sind jetzt die nächsten 4 ein bisschen weiter weg. Boah, schau mal, wie weit der gerollt ist. Obwohl es hier sogar ein bisschen bergauf ging. Also, da ist mein Schläger mit Topspin schon ziemlich krass, das gefällt mir. Okay, jetzt muss ich aber hier nochmal nachdenken. Das ist nämlich ein sehr großer Höhenunterschied bei dieser mittleren da. Also, ich will schon zuerst die linke machen. Dann will ich vielleicht sogar diese da hinten machen. Also nicht die jetzt anvisiert ist, sondern die nochmal eins weiter hinten. Weil das ist, glaube ich, kein so großer Höhenunterschied. Dann vielleicht sogar... Ja, dann muss ich noch gucken. Die da ganz oben ist schon, glaube ich, auch ein Problem. Ich meine jetzt aber erstmal die hier, weil das ist relativ simpel, da hinzukommen. Einfach wieder hier hinspielen, wieder mit krassem Topspin. Und dann dürfte ich danach schon das Loch erreichen können. Oder das Grün halt, meine ich. Okay, ja, machen wir. Los geht's. Zack. So. Warum kam eigentlich diesmal kein schöner Schlag? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wann da schöner Schlag kommt und wann nicht, weil ich fand, der war auch sehr schön. So, und der rollt und rollt und rollt noch. Genau, der rollt einfach noch knapp 40 Meter weiter. Ansonsten sind es so um die 20 Meter, die er normalerweise rollt. Ohne Spin. Also schon ein großer Unterschied. Und dementsprechend hilft es halt wirklich, damit man weiterkommen kann. Ja. Okay. Wind ein bisschen, da will ich glaube ich wieder Backspin machen, weil das Loch sehr weit vorne am Grün ist. Ja. Okay, warten. So, ich lasse dich kurz durch. Okay, und los. War sogar immer noch zu weit, weil der wird zwar jetzt ein bisschen anhalten, aber ich habe immer noch zu weit gespielt. Rückenwind hatte ich ja sogar auch noch. Ja, aber 6 Meter sogar, das geht. Also Backspin ist manchmal schon wirklich sehr, sehr wichtig. Okay. Ja, so arg weit war er gar nicht mal, tatsächlich. Okay. Ein bisschen nach links, aber ziemlich gerade ansonsten. Okay. Mhm. So, jetzt wird es aber ein bisschen komplizierter. Warte mal, genau dich will ich nicht machen, sondern... Nee, du bist sogar noch weiter. Du bist sogar noch weiter oben, oder? Ja, das kann ich jetzt irgendwie... schlecht hier sehen. Warum kann ich denn die Kamera nicht bewegen eigentlich hier? Oder kann man das doch irgendwie? Ich kann die nur drehen.
oder Blödsinn nicht, also drehen auch, aber und halt raus und reinzoomen. Aber ich würde sie auch gerne bewegen können, die Kamera. Aber das kann ich irgendwie nicht, glaube ich. Okay, also dann ist doch das hier besser. Das hier ist weniger bergauf, glaube ich. Aber es ist auch sehr viel bergauf. Und da sind die Wolkentypen auch noch im Weg. Gottes Willen. Wir nehmen mal dann den E9, den normalen. Ich spiele mal hier so hin und den sehr hohen Bogen. Ich glaube eigentlich, dass der Ball weit genug kommen dürfte, damit er nicht runterkullert. Und er dürfte auch hoch genug kommen, wenn ich einen hohen Bogen spiele. Vor allem mit dem E9, der geht ja in einem sehr, sehr hohen Bogen. Bei den Windgegnern bin ich mir dann nicht sicher, was dann passiert. Der Ball wird wahrscheinlich halt weggepustet, weil der landet nämlich genau da, in ihrem Kreuzfeuer quasi. Aber muss ich jetzt austesten. Wird schon. Ich spiele aber so fest, wie es geht, ja. Weil im hohen Bogen fliegt er ja nicht so weit. Echt? Hat nicht ausgereicht, trotzdem. Krass. Okay, ja, jetzt dann mit der Kraft des Wirbelsturms werde ich es aber schon schaffen. Ja, das ist echt blöd, wenn man da so nah an so einer Klippe ist und dann da hochspielen zu müssen. Das ist echt doof. Okay, so, ich mache wieder volle Pulle und so hoch wie es geht. Und mit dem Wirbelsturm wird es doch diesmal ausreichen, oder? Hoffe ich mal. Es muss ausreichen. Sonst hätte ich echt ein Problem, wenn ich jetzt von hier aus gar nicht hochkommen würde. Okay, der Wirbelsturm, ich meine, ich habe ja beim ersten Mal, wo ich den Parcours hier gespielt habe, gedacht, dass der Wirbelsturm... Ist der jetzt wieder runtergefallen? Was? Wie ist der denn da? Wie konnte das denn passieren? Dass der Wirbelsturm keine so großen Auswirkungen hätte. Aber wenn der Ball eh schon einen sehr hohen Bogen macht, dann schon. Dann ist sogar zu krass, teilweise. Toll, danke. Ja, jetzt habe ich sogar hier eine schlechtere Position als gerade eben. Hm. Na toll. Ja, scheiße. Okay, ich könnte jetzt noch das mit Spin probieren, dass er nur am Anfang eine hohe Kurve nimmt und am Ende dann wieder eine flache, damit er am Ende dann schon da oben ankommt. Das ist aber jetzt sehr tricky. Hm. Ja, aber ich muss probieren. Ich meine, ich könnte auch jetzt einen Schlag hergeben, um wegzuspielen, damit ich ein bisschen eine bessere Position habe. Wäre vielleicht eigentlich geschickter. Ich will es aber jetzt so schaffen. Puh, schwierig. Okay, ja, ich probiere es. Also erst oben und dann unten. So, ich bleibe sogar unten und schaue jetzt mal zu. Nein, bleib doch oben. Okay, er ist oben. Danke. Puh. Das war schon ziemlich tricky. Aber das sieht man auch, dass man mit den verschiedenen Spins schon einiges anstellen kann. Wenn man da vor allem noch in den... Oh, Gottes Willen. In den Sektoren verschiedene Sachen macht. Erst oben und dann unten und sowas. Da kann man schon coole Dinge anstellen. Weil jetzt muss ich gutes Timing haben. Sonst bin ich hier wieder am Arsch. Okay. Da einmal noch warten. Ich warte dann nochmal, weil ich... Okay, ich wollte mir anschauen, wie lange das anhält und wie lange sie Pause machen. Okay, ich habe da schon genügend Zeit. Ja, ich muss auf jeden Fall weit genug aber spielen, damit er nicht von ihnen danach dann weggepustet wird. Oh Gott. Ja, das war sogar auch knapp. Okay, aber am Boden können die, glaube ich, auch nicht treffen. Die können nur den Ball dann treffen, wenn er halbwegs in der Luft noch ist. Okay. Ist sogar ziemlich steil hier. So... Okay. Mhm. Gut. Ja, das Putten über halbwegs kurze Distanzen, also bis zu 10 Metern, schaffe ich eigentlich meistens recht sicher. Da mal einzulochen, das ist ganz gut. Okay. So. Ja genau, das ist nämlich schon wieder so, dass das nächste Loch bergab ist. Also es wäre vielleicht schon besser gewesen, wenn ich zuerst dieses Loch hier anvisiert hätte. Das wollte ich ja eigentlich auch. Hm, naja. Das nächste ist dann wieder weiter oben. Aber ich glaube, da habe ich ganz gute Positionen, um da hinzuspielen. Tatsächlich. Also ist es schon okay, wenn ich jetzt das hier als nächstes mir schnappe. Okay, machen wir ja. Da will ich wieder mit Backspin ein bisschen spielen. Wind. Okay, und dann gleich Backspin. Okay. Moment. Und los. Zack. Schöner Schlag. Okay. Ich glaube ja auch, dass der ganz okay ist.
Nee, viel zu weit. Ja, zum Glück habe ich Backspin gemacht. Aber ist trotzdem okay. Jetzt habe ich es wirklich noch ganz gut geschafft. Jetzt, das zwischendurch war ein bisschen brenzlig, wo ich da nicht hochkam. Aber 40 Schläge ist schon einiges. Man hat da schon einiges zur Verfügung, um einige Male zu failen. Vielleicht ist es aber wirklich manchmal besser, wenn man nochmal einen Schlag benutzt, um nochmal zurückzusetzen. Oder, das habe ich ja noch gar nicht benutzt bisher, das sollte ich eigentlich auch mal machen. Oder man benutzt halt das Feature, ich glaube sogar gerade ungefähr will ich ja fast machen. Bisschen so vielleicht. Oder man benutzt das Feature, dass man sich zurücksetzen lassen kann und man den letzten Schlag halt wiederholt. Das gibt's ja auch und das habe ich noch gar nicht benutzt. Aber sollte ich vielleicht mal benutzen. Weil jetzt gerade eben wäre das nämlich ganz sinnvoll gewesen. Weil es gibt halt manchmal schon Situationen, aus denen man sich dann nicht mehr retten kann. Oder aus denen man sich nur sehr schlecht retten kann, wo es dann besser ist, einen Strafschlag in Kauf zu nehmen. Ja. Das ist gar nicht so einfach jetzt. So vielleicht. Okay, gut. Okay, so, 11 Schläge habe ich noch. Für ein einziges Loch. Das werde ich jetzt wohl schaffen. So, ich will eigentlich hier hinspielen. Da ist mal ein Windgegner. Ja, natürlich genau da ist der Gegner. Aber von hier aus habe ich bessere Chancen, um da hochzukommen. Würde ich mal behaupten. Der Baum ist auch noch ein bisschen im Weg sogar. Und der Windgegner halt. Jawohl. Aber dann kann ich auch mal sehen, was da passiert. Wie weit der meinen Ball wegpustet, wenn es denn passieren sollte. Es ist ja, eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass er mich trifft. Weil am Boden können sie ja anscheinend nicht treffen. Und das ist ja eh ganz am Ende von meiner Flugbahn. Oder er ist einfach gerade nicht aktiv. So. Also ja, ich riskiere das schon. Das wird schon gut gehen. Okay. Ja. Und ich mache auch mit Super Topspin. Let's go. Oder halt normalen Topspin. Zack. Okay, ist schon mal oben. Ich kann es halt leider nicht wirklich sehen. Im Rough ist er echt. Hä? Zu weit rechts oder wie? Ja, vielleicht wurde er weggepustet. Oder er ist einfach zu weit rechts gelandet. Kann auch sein. Ah, ganz knapp. Komm schon, ernsthaft? Ach Mann! Wirklich? Naja. Ich meine. Ah ne, das ist sogar unter mir, das Loch, oder? Nee. Doch, hier ist es. Oder ist es das Richtige? Ist da? Doch, ist schon das Richtige. Okay, der ist sogar ein bisschen unter mir, aber ungefähr auf gleicher Höhe sogar. Also ja, doch stimmt, das ergibt Sinn. Weil hier unten ist es ja weiter. Wäre es dann weiter unten. Aber hier, ich bin ja gerade schon auf der Höhe. Also passt alles eigentlich, genau. Ja, okay. Ja. Ja. Da kann ich eigentlich sogar halbwegs normal spielen. Der wird halt ein bisschen nach links oder rechts abdriften, der Ball. Das kann ich nicht verhindern. Aber den Rest kann ich eigentlich relativ normal machen. Ja, ich mache sogar Backspin wieder, weil der mit ziemlich viel Schwung aufkommen wird. Okay. Ja, dann machen wir. Los geht's. Okay. Jetzt nicht den Gegner berühren, bitte. Okay. Gut. Ja, ich glaube, der ist wirklich ganz okay. Dafür, dass es schwierige Verhältnisse waren. Der ist sogar ziemlich gut. Nur 2,8 Meter vom Loch entfernt. Das ist sehr nice. Da kurz aufladen. Okay. Go, 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 go! So, und damit mit 8 Schlägen übrig habe ich das hier geschafft. Kann man auch deutlich besser schaffen. Weil ich ja im Mittelteil da ein bisschen gefailt habe. Und auch hier und da ein paar Schläge hätte ich mir auch sparen können. Aber kann man auch failen beim ersten Mal. Vor allem, wenn man eben am Stück ein paar blöde Fehler macht und man nicht dran denkt, dass man ja resetten kann. Sollte man aber. Ich habe auch nicht wirklich dran gedacht. Dann kann das schon eine Herausforderung sein, die gar nicht mal so einfach ist. Also bin ich froh, dass ich die geschafft habe. Yay! Und damit haben wir jetzt das Bronze-Abzeichen. Okay! So, ein paar Level-Ups auch wieder. Mhm. So, Lauftempo würde sinken. Ja, auf 3 ist schon sehr wenig. Dann mache ich das doch mal. Und Spin würde sinken. Und ich kann den auf 10 machen. Das mache ich mal. Ja. Okay, gut. Ja, vor allem der Spin hat mir schon einige Male hier ziemlich geholfen. Vor allem eben auch die Tatsache, das ist ja das, was ich bei dem Spin-Skill dadurch auch gelernt habe anscheinend.
Auch die Tatsache, dass ich in verschiedenen Bereichen meines Schlages dem Ball halt verschiedene Spins mitgeben kann. Das hat mir in der einen Situation, glaube ich, den Arsch gerettet, wo ich den halt zuerst in einem hohen Bogen gespielt habe und dann am Ende in einem flachen Bogen, sodass er dann noch hoch, also dass er halt zuerst hochkam, er dann aber noch genügend Schwung hatte, um auch rüberzukommen über die Face-Kante. Ich glaube, das hat mir da ein bisschen den Hintern eben gerettet. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre es vielleicht nicht gegangen. Also ist schon sinnvoll, dass ich das bin, bisher so viel gelevelt habe. Wundervolles Spiel von dir, Benny. Du hast die Qualifikation mit Bravour abgeschlossen. Klasse gemacht. Hat sich echt gelohnt, dass ich extra deinetwegen als Zuschauer dabei war. Bester Tag aller Zeiten. Yeah, das freut mich, Toad. Dankeschön. Und damit es nicht nur beim Lob bleibt, du bist nun stolzer Besitzer eines niegelnagelneuen Bronzeabzeichens. Glückwunsch! Das muss gefeiert werden. Aber feier nicht zu lange, denn größere Herausforderungen warten schon auf dich. Mhm. Es ist eigentlich an der Zeit, dass du dich zur Qualifikation nach Dünenwell aufmachst, nur leider ist die Straße immer noch nicht nutzbar. Die Leute werden ja dafür gebraucht, den Kurs wieder auf Vordermann zu bringen. Aber Moment mal, ganz in der Nähe hier wohnt doch ein echter Golfveteran, total bekannt. Er heißt Meister Stinger. Meister Stinger ist ein, nun ja, er hat Charakter. Aber in jedem Fall kann er dir garantiert total nützliche Sachen beibringen. Meister Stinger? Wer ist das denn? Das hört sich ja interessant an. Aber da mache ich einen krassen Cliffhanger. Denn jetzt würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario Golf Super Rush. Beim nächsten Mal werden wir dann mal Meister Stinger besuchen und bei ihm noch irgendetwas lernen. Der will uns irgendwas beibringen oder so. Okay, hier auf dem Übungsplatz ist er auch. Also ist vielleicht auch nur eine Nebenquest. Aber ich meine, ich muss ja dahin. Also dürfte schon eine Hauptquest sein. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was er uns dann erzählen will, Meister Stinger. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal dann auch schon nach Dünenwell auftreten, zum nächsten Gebiet, ein Wüstengebiet. Laut Karte bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.